Wissen Sie, was ein Verbrennungsmotor ist? Wir sind hier, um Ihnen genau zu erklären, worum es sich dabei handelt. Wie der Name schon sagt, funktioniert ein Verbrennungsmotor mit Hilfe eines Verbrennungsmechanismus. Es handelt sich dabei um die häufigste Form von Verbrennungsmotoren. Tatsächlich sind sie das Herzstück vieler Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und sogar Züge. Sicherlich fragen Sie sich, was im Inneren des Motors vor sich geht, und das tun wir auch. Wir möchten Sie jedoch daran erinnern, dass es hier nur um den Kraftstoff geht. Im Inneren des Motors erzeugt das Gemisch aus Luft und Benzin einen Wärmeanstieg, wodurch ein Druck entsteht, der den Motor in Gang setzt. Dasselbe Gemisch wird dann in Form von Abgasen ausgestoßen. Es handelt sich um einen Mechanismus, der mit Hilfe eines Kolbens oder einer Turbine in Gang gesetzt wird. Nachdem Sie nun die vereinfachte Definition eines Verbrennungsmotors verinnerlicht haben, wollen wir uns ansehen, wie Omega 1 eine Revolution in der Automobilbranche auslösen kann. Zuallererst wollen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte des Verbrennungsmotors werfen. Wo kommen sie wirklich her? Begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise zu ihren Ursprüngen. Sie sind nämlich auch heute noch Teil unseres Alltags. Daher ist es wichtig, etwas mehr über sie zu erfahren. Im Jahr 1860 zeichnete der niederländische Physiker Christian Huygens etwas, das wie ein Verbrennungsmotor aussah. Um 1775 deutete der Schweizer François Isaac de Rivas die Möglichkeit einer Entwicklung des Automobils an. Er baute mehr und mehr Dampfwagen, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten. Es fehlte ihnen noch viel zu sehr an Flexibilität, um potenzielle Käufer zu begeistern. Am 30. Januar 1807 erhielt er ein Patent für einen Motor, der entfernt an einen Verbrennungsmotor erinnerte. Später präsentierten die Italiener Eugenio Brassanti und Felice Matteucci ebenfalls einen Motor, der diesen Namen verdient. Dieser wird durch ein Gemisch aus Luft und Gas angetrieben. Wir beginnen allmählich, uns einen Verbrennungsmotor vorzustellen, wie wir ihn heute kennen. Es war der belgische Ingenieur Etienne Lenoir, der einen Wendepunkt in der Geschichte der Entwicklung des Verbrennungsmotors markierte. Im Jahr 1859 meldete er ein Patent für einen Motor an, der mit Gas und expandierter Luft betrieben wurde. Es handelt sich dabei um einen Zweitakt-Verbrennungsmotor. Ein Jahr später entwickelte er den ersten Entwurf eines echten Verbrennungsmotors. Zunächst wird er mit Leuchtgas betrieben, doch das hält nicht lange an. Dank der Erfindung eines Vergasers wird er sehr bald durch Petroleum ersetzt. Leider wird seine Forschung aufgrund fehlender Mittel sehr schnell eingestellt. Außerdem hatte diese Erfindung einige Fehlfunktionen, was den Wirkungsgrad betraf. Baudet Rochard nahm die Dinge also selbst in die Hand und entwickelte einen thermodynamischen Zyklus in 4 Schritten. Trotz einiger Rückschläge ermöglichte es sein Wissen, den Verbrennungsmotor bis an seine Grenzen zu treiben. Es sollte jedoch noch dauern, bis der Amerikaner George Brayton auf den Markt kam. Er entwickelte einen sehr effizienten Vergaser, der jedoch mit Petroleum betrieben wurde. Daraus entstand die erste mit Schweröl betriebene Verbrennungsmaschine. Im Jahr 1807 machten die Brüder Niebschey die Welt mit dem bekannt, was wir heute als Dieselmotor kennen. Damals handelte es sich um ein Pyrolophor, der nichts anderes als ein Motor mit expandierter Luft war. Dem Franzosen Fernand Fauré verdanken wir den Schwimmervergaser mit konstantem Füllstand. Über 70 Jahre lang werden alle Vergaser nach diesem Prinzip hergestellt. Generell revolutionierte Fauré die Geschichte des Automobils, insbesondere mit der Erfindung des Motors mit 4 vertikal angeordneten Zylindern und gesteuerten Ventilen. Im Jahr 1876 entwickelte der deutsche Ingenieur Gottlieb Daimler den ersten gasbetriebenen Festmotor. Der erste Viertaktmotor wurde 1889 von René Panhard und Émile Levasseur in einem viersitzigen Wagen eingebaut. Wissen wir wirklich, welches das erste Auto der Geschichte ist? Das scheint schwer zu definieren zu sein. Dennoch sind sich viele einig, dass es sich um den Benz-Patentmotorwagen handelt, der von Carl Benz produziert wurde. Welchen Weg wird die Entwicklung dieser Motoren nehmen? Nachdem diese kleine Geschichtsstunde beendet ist, wollen wir uns nun mit der Funktionsweise eines Verbrennungsmotors befassen. Es gibt 3 verschiedene Arten. Der Fremdzündungsmotor ist ein Benzinmotor. Hier wird eine Zündkerze verwendet, um ein brennbares Gemisch zu erzünden. Diese sollte nicht spontan erfolgen. Dadurch führt es zu einer hin- und hergehenden Bewegung im 2- oder 4-Takt. Seltener spricht man auch von einer Drehbewegung. Der Dieselmotor beherbergt eine Einspritzung im Herzen des sogenannten Brennraums. Bei einem hohen Verdichtungsverhältnis hebt dies die Temperaturen auf ein sehr hohes Niveau. Es wird von einem Selbstentzündungsphänomen gesprochen. Der Gasmotor schließlich nutzt, wie der Name schon sagt, Gas als Kraftstoff. Er wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, aber erst durch das Kyoto-Protokoll von 1997 wurde er als ein Produkt der Zukunft angesehen. Das Protokoll sieht vor, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Nun ist es an der Zeit, das Prinzip des Viertakt-Verbrennungsmotors zu erläutern. Es handelt sich hierbei um den am häufigsten verwendeten Motor. Im ersten Schritt entzündet sich das Gemisch aus Luft und Kraftstoff und führt zur Bewegung des Kolbens. Wenn er sich nach unten bewegt, saugt er es in den Zylinder ein. So wird das Gemisch komprimiert und das Einlassventil schließt sich. Der Kolben bewegt sich wieder nach oben, um das Gemisch im Brennraum zu komprimieren. In diesem Moment erreicht der Kolben seinen maximalen Punkt. Die heißen Gase üben dann einen starken Druck auf den Kolben aus. So wird die Bewegung eingeleitet. Die Auslassventile öffnen sich. Der Kolben bewegt sich nach oben und treibt die verbrannten Gase in den Auspuffkrümmer.
Danach beginnt der Zyklus erneut mit seiner langsamen Bewegung. Heute geht es um den Omega-1-Motor. Das Omega-1-Triebwerk wurde von dem Ingenieur Matthew Riley bei Astron Aerospace entwickelt. Nach Aussage des Unternehmens soll er die Welt der Verbrennungsmotoren nachhaltig verändern. Wie ist das möglich? Zunächst einmal ist Omega-1 viel kleiner, aber viel leistungsstärker. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil: er verbraucht viel weniger Kraftstoff als seine Konkurrenten. Wird das Versprechen einer unübertroffenen Effizienz eingelöst werden? Es scheint, dass er die Zukunft der Verbrennungsmotoren darstellt. Seine Schadstoffemissionen sind extrem niedrig und das Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ist außergewöhnlich gut. Außerdem hat er im Gegensatz zum Kolbenmotor nur sehr geringe Verluste. Darüber hinaus ist der Kompressor von Omega-1 allen anderen weit überlegen. Er ist übrigens ein integraler Bestandteil des Verbrennungsprozesses. Generell ist ein Motor dieses Typs aus einem Grund, den wir gleich erläutern werden, insgesamt effizienter. Wenn ein Fahrzeug zum Beispiel stark beschleunigt, kann der Motor bei jeder Umdrehung ziehen. Wenn es jedoch seine Reisegeschwindigkeit erreicht, zieht er nur noch, wenn es nötig ist. So läuft er im Leerlauf mit hoher Geschwindigkeit, verbraucht aber nur sehr wenig Kraftstoff. Wenn wieder Energie benötigt wird, geschieht dies fast augenblicklich. Der Omega-1-Motor ist auch der erste aktive lineare Leistungstransfer. Motor. Wenn er sich dreht, wird die Leistung über die einzigartige rotierende Leistungswelle übertragen. Ist es angesichts der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos denkbar, dass Verbrennungsmotoren gerettet werden können? Zugegeben, diese Möglichkeit klingt sehr ambitioniert, aber Astron Aerospace scheint nicht bereit zu sein, diesen Versuch aufzugeben. Es steht fest, dass die Leistung von Elektrofahrzeugen mit der von herkömmlichen Fahrzeugen konkurrieren kann. Dieser Markt steht also unter einem guten Stern. Infolgedessen dürften Verbrennungsmotoren in den kommenden Jahren verschwinden. Wir wissen noch nicht, auf welche Weise, aber es ist höchste Zeit, dass sich die Dinge im Sinne unseres Planeten entwickeln. Wir sind uns dessen bewusst. Es wird sehr schwierig sein, alle Autos mit Verbrennungsmotoren in naher Zukunft abzuschaffen. Genau aus diesem Grund hat Astron Aerospace beschlossen, auf eine Wiederbelebung des Verbrennungsmotors zu setzen. Er soll nur sehr wenig oder sogar keine schädlichen Emissionen verursachen. Die Tatsache, dass Omega-1 über zwei Kammern verfügt, eine für die kalte Luft und eine für die heiße Luft der Abgase, sorgt dafür, dass der Schaden in Bezug auf die Emissionen stark begrenzt wird. Ist Omega-1 ein tragfähiges, aber vor allem nachhaltiges Projekt? Können die gemachten Versprechungen wirklich eingehalten werden? Stehen wir vor einer echten Automobilrevolution? Wird es uns gelingen, mehr an unseren Planeten als an unsere eigene Bequemlichkeit zu denken? Wird das individualistische Denken aufhören, im Mittelpunkt unserer Entwicklung zu stehen? Zögern Sie nicht, uns Ihre Meinung zu dieser Frage mitzuteilen, indem Sie uns direkt unten einen kleinen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns darauf, Ihre Meinung zu lesen und mit Ihnen zu diskutieren. Bis bald auf ATEC.